Hallo und herzlich willkommen zurück zu True Fear Forsaken Souls. Schön, wie die Vögelchen da flattern. Gleich erstmal anders hinsetzen. Aua, aua, aua. So, wir brauchen immer noch eine Sicherung. Wir haben Seilwinde, Dolch, Säge. Können wir für irgendwas eine Säge brauchen? Tja. Es ist halt wieder so ein bisschen im Trüben fischen, ne? So ein bisschen. Ich meine, der glänzt es immer noch, ne? So. Das will einem schon irgendwie sagen, da ist noch was. Oder es verarscht mich halt, ne? Ist auch eine Möglichkeit. Und bei dem Brunnen ist nichts mehr, ne? So einen Schlüssel haben wir auch nicht. Wir haben wirklich einfach nur Seilwinde. Dolch. Und Säge. Ich würde mal das nächste Unlogische probieren gerade mal. Klappen können. So. Könnte gut sein, dass wir irgendwo noch was haben liegen lassen. Das wäre halt super ärgerlich, wenn wir wieder einfach nicht weiterkommen, weil wir irgendwas übersehen haben. Grabstein ist umgefallen. Lol. Sieht nach einer Fortsetzung eines anderen Textes aus. Zu guter Letzt gehe zweimal nach links und gehe dann durch die rechte Tür. Also nee, zweimal links, zweimal rechts, zweimal links und dann die rechte Tür. Okay. Korkenzieher, wissen wir auch, was wir damit zu tun haben. Das gefällt mir doch ganz gut. Es ist schön zu wissen, was man tun muss. Dann macht man Fortschritt. Fortschritt ist schön. So. Aber der Korken alleine bringt uns jetzt gar nichts. Dann, was? Lol, ich hab den nicht mal gesehen, den Totenkopf. okay. Das ist kein Problem für mich, ne? So, dann ist das ja doch wieder kein Problem, weil jetzt haben wir ja die ganzen Totenköpfe. Da muss die richtige Reihenfolge gefunden werden. Wenn der Totenkopf in der richtigen Reihenfolge betätigt wird, dann wird er in der Position bleiben. So. Ja, Überlebenskünstler. Was? Zweimal links, zweimal rechts, zweimal links und dann durch die rechte Tür. Na, Sigi. Mir kommt es fast so vor, als würde ich was vergessen, wenn ich da jetzt lang gehe. Das ist der Name meiner Mutter. Sie ist es, geweckt zu werden, aber ich muss herausfinden, was sich im Inneren verbirgt. Verbundene Säulen. Orientierungspunkt, um die Schalter auszurichten. Na, hier brauche ich dann einen Kompass. Kompass. Die Form eines Läufers. Da müssen wir ja noch weitere Figuren finden. Wir haben nur eine. Mehrere Zahnräder fehlen.
Scheiß drauf, mal weg. Schade. So, nichts sonst, was hier ist. Sieht bei dir aus? Ich frage mich, wie lange diese Fackeln brennen können. Scheinbar lange. Sei denn, hier war erst jemand. An zwei Halterungen befestigt. Es gibt doch sicherlich einen Weg, sie zu öffnen. Schraubenschlüssel. Und Großvaters Schlüssel. Na, das ist doch schon mal was. Darauf kann man doch aufbauen. Warte mal, da ging es noch weiter lang. Ich möchte ihn nicht anfassen. Ich glaube, das ist der Makler, ne? Ich habe das Mädchen bis zum Brunnen verfolgt, aber als ich meine Hand nach ihr ausstreckte, drehte sie sich um und ihr Gesicht. Es war das Gesicht meiner kleinen Angie, allerdings war es fürchterlich entstellt. Ich habe mir beide Beine gebrochen. Ich komme hier nicht raus. Ich höre sie im Nebenzimmer. Ich kann ihre Schatten an der Wand sehen. Sie suchen nach mir. Bitte hilf mir. Es ist so schrecklich. Moment mal. Auf dem Notizbuch steht Lotius Immobilien. Haben Sie ihn etwa absichtlich hierher geschickt? Wirklich? Das möchte ich nicht anfassen. Hier. Dieses Buch muss von woanders wo geöffnet werden. Ja, das ist doch das Erste, was ich mir gedacht hätte. Ein Riss, seltsam scheint, es sollte sich etwas darunter befinden. Dann wimmeln wir mal eine Runde. So. Ist doch immer schön, wenn man in einem Wimmelbild wimmeln muss, oder? Dieser Kopf braucht einen Körper. Ja. Trotzdem streame ich nicht mit Facecam. So, nehmen wir den Körper. Gut, dann kriegt er erstmal einen Körper. So, ist die Frage. Auch eine Kerze. Kein Problem, Streichhölzer haben wir auch. Offenbar waren Seiten an der Lampe. Die fehlen jetzt. Okay. Das ist wäre dieser Stein kürzlich ersetzt worden. Vielleicht ist etwas dahinter. Bumm. Ein türkiser Kristall. Ein rosa Kristall. Ein blauer Kristall. Ich denke mal, die gehören noch zum Wimmelbild, oder? Warte mal, ich gehe mal kurz weg hier. Ja. Gut, Kristalle haben wir. Werden ja sicherlich irgendwie eingesetzt werden müssen. Oh, wo? I have no clue. Ah, wobei, doch habe ich. Jetzt sehe ich es gerade. Blindfisch, Sauli. So. Eine Bürste, okay. Ein
lieber mal Großvaters Schlüssel benutzen, würde ich sagen. So, ich muss gerade öfters mal pausieren. Sorry, tut mir echt leid. Aber ich werd ein bisschen genervt. So. Großvater! David, unser Großvater! Mein Großvater und ich verstanden uns sehr gut. Er versuchte auf einfachem Fuße zu leben. Von ihm habe ich auch den Drang, Dinge zu reparieren geerbt, anstelle einfach davon zu laufen. Als meine Mutter starb, verdächtigte er jeden. Ganz besonders jeden der Laudius-Familie. Hat mir seine Hintergründe nie verraten, aber ich nahm an, dass er jemanden brauchte, dem man die Schuld geben konnte. Haben wir auch schon gelesen, mehr oder weniger. So, wir brauchen Glas. Das ist schon mal gut. Müssen wir noch mit Wasser füllen. Das machen wir in der Küche, nehme ich an. Hoppla. In the kitchen. So, trotzdem können wir noch keinen Dietrich machen. Dolchsäge. Schraubenschlüssel. Vielleicht können wir jetzt die Maske abnehmen von dem Typi. Geh's mal weg, bitte, Inventar. Komm sonst hier ganz schlecht raus. Danke. So. So, Buddy. Alter, ich muss irgendwie seine verrostete Maske, ja, die muss ich auch irgendwie mal entfernen können. Ansonsten kann ich ja hier nichts mehr tun, ja. Hier kann ich soweit auch nichts mehr tun. Schraubenschlüssel. Man muss ja alles versuchen, ne? Erst muss ich das richtige Muster finden. Ich glaube, das würde ich auch so hinkriegen, aber okay. Ich darf das Minispiel erst machen, wenn ich die Lösung dafür weiß. Oder wie es aussehen sollte. Habe ich vielleicht irgendwo eine Notiz übersehen? Also hier fehlen viele Zahnräderchen. Wow, wie oft klingelt es denn noch? Dass die Briefträger aber auch immer Sturm klingeln, ne? Das ist nie so ein normales Ding-Dong. So ein Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding. So. Es ist ein alter und zerbrochener Cricket-Schläger. Ja, nimm ihn halt. Das ist schrecklich. Das ist ein Riss. Es scheint, es würde sich etwas darunter befinden. Aber ich kann hier halt leider nichts benutzen. Ich hasse das, wenn das Inventar... Hier, guck mal. Wie lange ich nicht mehr beim Inventar war. Geh halt weg. Was ist denn los mit dir, Inventar? Manchmal sehr, sehr aufdringlich, ne? Ganz schöne Attention, hoher.
Grabstein sieht fast aus wie ein Tor. Ja gut, das ist ja jetzt kein großes Geheimnis mehr. Wir waren ja schon durchgegangen. Muss ich dich vorher bürsten? Sonst kann ich hier nichts mehr machen, ne? So, hatten wir irgendwas Verschmutztes, was wir bürsten mussten? Oder hatten wir irgendwas, was wir aufschrauben müssen? Oder hatten wir irgendwas, was wir sägen mussten? Hm? Wow. Was ist das? Ein Schrankgriff. Hatten wir irgendwo einen Schrank ohne Griff? Und der Schrank ist offen. Die Schränke sind scheinbar nicht so relevant. Und hier ist weiter nichts. Okay, ein Schrankgriff. Jetzt trüben wir im Fischen. Nein, nein, andersrum. Im Moment habe ich wirklich keine Zeit, ein Buch zu lesen. Das ist richtig. Ich bin nämlich mitten in einem Let's Play. Ah, hier kann ich wieder nichts machen. Zweiten Ausgang brauche ich noch nicht. Kann ich nicht mehr benutzen. Irgendwie sieht dieser Tisch so aus, als würde er noch zu einem Rätsel gehören, wo man irgendwie drehen muss oder so. Und ich. Ach, ein Rehwimmel. Sieh mal an. Und wir haben die Sicherung. Na, easy. So, und hier kann nochmal gewimmelimmelimmt werden. Sie an, als wäre darin etwas. Nein, nein, nein. Ich wollte keinen Tipp. Warte, wie scheiße ist das denn, Mann? Ich wollte hier hinklicken. Nächstes Mal spielen wir auch schwer. Meinen bisherigen Erfahrungen zufolge, the key should be here. Das kennen wir ja, das kennen wir ja schon. Was? Okay. Die Drahtschere möchte das nicht. Ein Teil einer Schere. Dann brauchen wir noch einen zweiten Teil einer Schere. Dazu müssen wir wahrscheinlich... Sie ist so nutzlos. Okay. Schlüssel. Hantel? Dies könnte nützlich sein. Ja, gut. Ich wollte schon immer mal eine Hantel haben. Ach hier, der Schraubenschlüssel. Easy. Jetzt haben wir noch ein Kreuz. Sehr schön. Konnten wir einiges machen in dem Zimmer. Gucke trotzdem noch weiter. Wobei... eigentlich wissen, wo wir jetzt hinzugehen haben. Und zwar ohne auf Tipp zu klicken. Da mache ich wieder der Windows XP Soundfile. So, zack. Jetzt haben wir die Sicherung. Vier seltsame Figuren waren auf der Lampe eingraviert. Jede ist einzigartig, doch haben sie etwas gemeinsam. Jetzt haben wir das Bild. Jetzt können wir das Rätsel machen. Aber hier kann nochmal gerebimmelt werden. Da kann doch bestimmt auch beim Auto gerebimmelt werden, oder? Eine 8.
Hier ist aber noch eine Schaufel. Was soll ich denn hier mit einer Schaufel? Ah, okay. So. Okay. 7, 8, 5, 6. Wieso kann ich ihn nicht bewegen? Ja. Hä? Was sagt denn aus, was ich in welche Richtung bewegen darf? Ich darf die 6 nicht nach unten bewegen, warum nicht? Was besagt das? Hä? Es wäre halt echt schön, wenn einem einer sagen würde, nach welchem Prinzip man das denn tun darf. Oder eben nicht tun darf. Okay, mal gucken. Die 3 kann nach links und nach rechts, aber nicht auf 6. Einfach nur super durch. Damit nicht nach unten kann, ne? Das ist. Muss ich mit dem Kopf schütteln, ja. Da muss ich mit dem Kopf schütteln. Es kann nichts auf die 6. Warum kann nichts auf die 6? Das ist irgendwie ein dämliches Rätsel, muss ich sagen. Keins, was mir besonders gut gefällt. Also kann ich natürlich die ganze Zeit im Kreis gehen, bringt mir aber auch nichts. Ich geh mir tierisch auf den Sack, dass ich nichts auf die 6 machen kann. Ich gucke mal gerade, ob das Autorätsel auch da ist. Ne, Autowimmel ist nicht Reh. Aber das Rätsel ist, das fuckt mich ab. Eben weil es keinen Sinn macht. Aber warum kann ich die 6 nicht nach unten bewegen? Warum? Wer sagt das? Nach welchem Prinzip ist das hier? Warum darf nichts auf die 6? Also ich muss alles richtig hinkriegen, aber es darf nichts auf die 6. Und wie kriege ich dann die 6 auf die 6, wenn die 6 nicht auf die 6 darf? Just saying. Vor allem, ich kann auch mit nichts Platz machen, ne? Ich kriege die 6 hier aus der Ecke nicht raus. Okay. Aber wir brauchen die 1 ganz da oben. Geht auch nicht. Weil ja nichts auf die 6 kann. Ja, so sieht es nämlich aus. Hätte ich da vielleicht. Ich drücke jetzt hier mal auf. Lösen. Achso, lösen. Nein. Lösen wollen wir nicht. Da fehlen mir Chips, damit das hier richtig funktioniert. Es fällt einfach so ein Bon herunter. Von ganz alleine. Wonka S. Nö. Hallo? Das verwirrt mich alles so sehr. Herr, ganz ehrlich, wie soll das gehen?
kann die 1 und die 6 nicht bewegen. Ich kann da nicht weg. Guck. Es gibt einfach keine Möglichkeit, solange ich die 6 nicht auf die 6 kriege. Und die 6 kriegt da oben halt genauso wenig raus wie die 1. Und deswegen, was soll das Spiel? Ich kann nur im Kreis gehen. Mehr Bewegungsfreiheit habe ich einfach nicht. Ohne Mist, ich gucke gleich ins Handbuch. Man, ich kann hier im Uhrzeigersinn eiern. Aber so kann ich die miteinander halt nicht tauschen. Und 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ich glaube, es fehlt noch einer, ne? Ich glaube, das ist das Problem. Noch einer fehlt. Also hier sind auf jeden Fall Zahlen von 1 bis 8. Hier ist gar nichts. Drück mal auf Tipp. Du bist noch nicht wieder ready. Ah, wir sind bei 26 Minuten, Leute. Ich würde das Wimmel hier hätte ich gerne noch fertig. Ach, da ist er. Okay. Kein Lösen, kein Dings. So, jetzt kann man es auch bewegen, wie man beliebt. Aber trotzdem kein besonders geiles Rätsel. So, also die 3 und die 6 habe ich schon mal. Dann muss ich da husten, vor Freude. So. Das haut da oben leider nicht ganz hin, ich muss die 2 da hinkriegen. Fuck. Schon ist der ganze Plan durcheinander. Naja, warte, die 7 muss ja mal irgendwie den Rhythmus tauschen. Selbe beknackte Prinzip, haut nicht hin. So zwar schon. Dann auch wieder nicht mehr. Boah, ey. Ich darf nicht lösen. Das wird ein Spaß. Leute, das machen wir in der nächsten Folge von True Fear Forsaken Souls mit Zauli. Und das wird dauern. Bis dahin. Tschüss.